Auftritt-Ehepaar Müller, Lisa und Thomas. Für einen Werbespot stand das Traumpaar nun gemeinsam in der Küche und vor der Kamera. Ihre Ehe ist frei von Skandalen. Beide halten eher wenig von der großen Glitzerwelt. Einfach eine Liebe, die ohne Extravaganzen auskommt. Ja, wir kochen gerne zusammen. Das macht uns eigentlich immer Spaß, vor allem grundsätzlich gemeinsam was zu machen, aber danach noch gut zu essen ist. Nur das Aufräumen. Das ist wie in jedem Haushalt. Nachher den Müll wegmachen, Teller abwaschen. Ja, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Seit über 6 Jahren sind sie glücklich verheiratet. Ganz früh haben sich die heute 26-Jährigen gefunden und sich das Ja-Wort gegeben. Für den Bayern-Star der Treffer seines Lebens. Sie bringt mir immer wieder ein Lachen ins Gesicht. Sie ist liebevoll. Sie ist einfach eine wunderbare Frau. Aber ja, das ist nicht einstudiert, aber es ist saublöd, jetzt da eine Lobeshymne da abzufeuern. Wir kommen super miteinander klar und es passt einfach alles. Und jetzt können sich die Zuschauer positive Adjektive ausdenken. Stimmt alles. Lisa Müller, Thomas Traumfrau, gesucht gefunden, weil die Zutaten stimmen, die Chemie passt. Dann nimmt man auch gern kleine Schwächen mal in Kauf. Ja, ist immer gut für schlechte Witze. Du bist echt. Ja, Wechsel. Cut. Aber gleichzeitig wenn man einem irgendwas bedrückt, kann er auch ernst sein und gut zuhören und gute Ratschläge geben. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Zwei auf einer Linie. Beide fasziniert der Pferdesport. Lisa Müller als erfolgreiche Dressurreiterin. Thomas steigt aufgrund der Verletzungsgefahren nicht in den Sattel. Aber er hat das Thema Pferdezucht für sich entdeckt. Ich bin ja da auch ein bisschen mit involviert. Ich versuche da auch immer bei den Turnieren mit dabei zu sein. Und am liebsten wäre mir natürlich, wenn sie auf meinen Zuchtprodukten Erfolge erringt. Da muss man natürlich noch den Weg gehen, aber wir sind gut in der Spur. Gut in der Spur, gemeinsam. Und das, obwohl das Leben als Fußballprofi einen geregelten Alltag fast unmöglich macht. Die Müllers, einfach ein eingespieltes Team mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Also wir haben noch nicht einmal gestritten. Also bei uns gibt's das nicht. Seit gestern. Ist auch gelogen. Bei uns gibt's das. Getreu dem Motto, was sich neckt, das liebt sich. Thomas Müller, auch in Sachen Liebe, eben ein echter Gewinner.